Hallo meine lieben Freunde und willkommen bei meiner Anime Winter Season Review zusammen mit meinem Freund und Otaku Eon. Diese Episoden Review wird so ablaufen, dass ich zuerst meine Meinung zu dem Anime sage und dann wird Eon am Ende noch seine Meinung abgeben, je nachdem ob er den Anime gesehen hat oder nicht, weil es auch manche Anime gibt, die nur ich allein gesehen habe und er halt noch nicht oder halt wieder noch nicht sehen. Und das ist auch andersherum. Ja, genau. Und auf jeden Fall werden wir jetzt öfters Videos zusammen machen, also ihr könnt euch schon mal drauf einstellen. Auf jeden Fall, nach dieser langen Einleitung kommen wir endlich zum ersten Anime. Ich fange gleich mal mit dem ersten Anime an, den nur ich allein gesehen habe, nämlich die zweite Staffel von Aono Exorcist, besser bekannt unter dem Namen Blue Exorcist. Ich werde jetzt aber nicht die komplette erste Folge extrem ausführlich beschreiben, da ich sonst jeden anderen, der es noch sehen will, spoilern würde. Und das wäre natürlich nicht nice von mir. Ich kann nur sagen, dass es wieder ein geiles Zusammentreffen mit Rin und der ganzen Bande ist und es schon in der ersten Folge des Anime wieder actiongeladen und spannend weitergeht. Der Anime hat Eon leider nicht gesehen, aber er hat es besser noch nicht gesehen. Weshalb er auch hier seine Meinung noch nicht dazu sagen kann, aber beim nächsten wird es wieder. Deswegen kommen wir jetzt zum nächsten Anime. Auf dem zweiten Platz dieser Review befindet sich Demi-chan wa Katari Tai. Ja, Demi-chan wa Katari Tai fand ich von den Charakteren und der Optik her sehr, sehr interessant, sage ich mal. Auch der Hauptcharakter, der extrem besessen von diesen Demis ist, fand ich sehr, sehr interessant. Er war halt etwas komisch drauf mit diesen kleinen Augen, Alter. Ich hab gedacht, what the fuck, man. Und ja, die Demis waren auch wegen ihrer unterschiedlichen Fähigkeiten und so sehr, sehr interessant gestaltet. Und ja, Eon wird euch noch etwas dazu sagen, da ich keine Worte mehr für diesen Anime finde, außer sehr, sehr interessant. Also, los geht's. Okay, erstens, bitte sag nie wieder Demi. Danke. Zweitens, ich fand das wirklich geil, auch die Charaktere. Und besser fand ich die Vampire. Und damit geht's weiter zum nächsten Anime auf dieser Liste. Weiter geht es mit Masamune Kun no Revenge. Der Anime war ziemlich interessant, auch schon in der ersten Folge. Da hat man ja den Hauptprotagonisten kennengelernt, der als Kind, naja, ich sag mal, komisch drauf war. Auf jeden Fall haben wir den kennengelernt als Zuschauer und haben so gedacht, ja, cool. Und am Ende hat er halt einen auf Lelouch gemacht. Das fand ich cool. Und ja, ich werde jetzt nicht so viel von der Story sagen, von der ersten Folge, weil das spoilert halt wieder und ich sag nur, es geht halt um Romance und Haare machen, keine Ahnung. Auf jeden Fall kann euch Eon jetzt noch was dazu sagen. Zu der Story her, ein fetter, dicker, kleiner, fetter Junge wird plötzlich eine Sage schön und muskulös und jetzt will er Rache haben. Weiter geht's mit dem nächsten Anime. Beim nächsten Anime wird Eon zuerst etwas dazu sagen und danach werde ich meine Meinung mal dazu geben. Also ich habe schon das Spiel von diesem Anime schon lange davor gekauft, besser gesagt im zweiten Teil, und fand das Spiel eigentlich richtig toll. Und der Anime, da muss ich wirklich sagen, dass es damit wirklich sehr gut ist. Wirklich, ich finde ihn wirklich toll, wirklich toll. Ja, es ist sehr toll. Auf jeden Fall fand ich Akibas Trip der Animation auch ziemlich interessant und ich freue mich schon auf mehrere Episoden mit den Charakteren, weil sie auch extrem lustig drauf sind. Und ja, damit kommen wir zum fünften Anime auf dieser Liste. Und der letzte Anime, den ich allein gesehen habe, ist Fuka. Ich finde den Anime ziemlich interessant von der Story und den Charakteren her. Auch wenn ich mir, weil ich den Manga gelesen habe, etwas Sorgen um das Ende mache, aber das ist jetzt noch nicht so weit. Also eine Empfehlung für den Anime ist auf jeden Fall drin, ihr könnt ihn euch gerne anschauen. Und Eon, willst du noch etwas dazu sagen? Eon? Eon? Machen wir einfach weiter mit dem nächsten Anime. Der zweite School-Anime nach Fuka war in dieser Season für mich Gabriel Dropout. Die Geschichte um den Engel, der in der Menschenwelt eine Weiterbildungsschule besucht, ist zwar nicht etwas, was man noch nie so gesehen hat, aber sind mal wieder die Charaktere, die diesen Anime besonders machen. Und natürlich in erster Stelle auch die Comedy. So, Eon, du sagst mal deine Meinung zu der ersten Folge von diesem Anime. Also ich finde, der Anime ist wirklich sehr witzig und ja, die Hauptcharakterin ist wirklich interessant und ich identifiziere mich auch mit ihr und Raffi, die ist super, die ist eine Sadistin, das gefällt mir. Damit kommen wir zum vorletzten Anime für dieses Video. Neko 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 Neko
Neko neko neko neko neko neko neko neko neko neko neko neko neko neko neko neko neko neko neko neko neko neko neko neko neko neko neko. Und weiter geht's mit dem letzten Anime. Ja, und damit sind wir beim letzten Anime für diese Review angekommen, nämlich Handshakers. Ja, und Handshakers, da habe ich wirklich lange darauf gewartet, seit der Ankündigung genau zu sein, und ich wurde nicht enttäuscht von der ersten Folge. Sie war einfach extrem episch aufgezogen, auch wenn manche Leute sagen, dass die Optik ziemlich komisch aussieht. Ich finde, sie hat einen gewissen eigenen Charme. Und ja, ich freue mich schon auf weitere Episoden dieser Serie. Ja, und jetzt wird euch noch Ion ein paar letzte Worte sagen, bevor wir zum Ende kommen. Also, da kämpfen noch ein paar Händeschüttler gegeneinander. Das ist ziemlich lustig und sehr bedauernswert für diese kleinen Pisser da, die was nichts drauf haben. Danke, Jon. Und damit kommen wir zum Ende dieser Review. Und damit sind wir beim Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Und Jon, willst du noch ein paar Worte an die Zuschauer richten? Da sind wir. Und wir sehen uns beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dahin, tschüss.